Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Oder wenn du ganz neu über dieses Video hierher gefunden hast, dann begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Heute schauen wir wieder auf das Thema Beruf, Berufung. Was ist da wichtig, heute zu wissen? Ist ein zeitloses Orakel, also wann auch immer du hier reinschaust, ist es jetzt für dich und deine Situation. Nimm dir raus, was, ja, womit du in Resonanz gehst, wo du das Gefühl hast, das sind deine Botschaften. Alles andere kannst du beiseite lassen, denn es ist ein allgemeines Orakel. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass heute, wo das Video rauskommt, am 30.10.22 um 17 Uhr mein kostenloser Workshop zum Thema Businessaufbau, also was ist wichtig zu beachten, wenn du dich selbstständig machst, stattfindet. Also wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen, und du nicht genau weißt, worauf musst du da achten, wie meldest du das an, wer will alles irgendwie was von dir haben, welche Formulare musst du ausfüllen, wie ist das mit Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Rechnungen schreiben, Krankenversicherung, all das ja, lernst du dann in meinem Workshop oder ich erzähle das dann einmal. Und wenn du dieses Video halt so bis 17 Uhr ungefähr guckst, dann kannst du noch live dabei sein, wenn du dich dann noch fix anmeldest. Du kannst dich aber auch noch registrieren später. Also wenn du das Video erst um 18 oder 19 Uhr guckst oder erst morgen am Montag, kannst du dich trotzdem noch anmelden und ich schicke dir dann die Aufzeichnung zu. Also dann kannst du trotzdem davon profitieren. Genau, das einmal dazu. Und ja, du kannst dir gerne einen der drei Stapel aussuchen für deine Botschaften. Ich zeige dir einmal die Steine. Ich habe hier heute den Selenit für Stapel 1. Den Red Healer für Stapel 2 und einen Amethyst für Stapel 3. Schau intuitiv, wo es dich hinzieht. Natürlich kannst du sehr gerne auch in zwei oder alle drei Stapel reinschauen. Nimm dir überall das mit, wo du das Gefühl hast, diese Botschaft ist für dich und du gehst damit in Resonanz. Ja, dann würde ich sagen, ich starte jetzt mit Stapel 1. Wenn du noch einen Moment überlegen möchtest, dann drück gerne auf Stopp. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, welche Botschaften hier für dich kommen möchten. Alle Kartendecks, die ich hier verwende, sind meine eigenen. Wenn dir die gefallen und wenn du an denen Interesse hast, findest du die auf meiner Webseite. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber wenn ich dran denke, verlinke ich das auch irgendwo hier. Genau, und dann schauen wir mal auf deine Botschaften. Du wirst gebraucht. Das möchte dich das Universum heute wissen lassen. Also ja, dein Startschuss für deine Berufung, würde ich mal sagen. Aber selbst auch, ja, wenn du dich nicht selbstständig machen möchtest, wenn du irgendwo angestellt bist, auch dort kann es, oder nein, ist es so, dass du dort gebraucht bist. Ja, du kannst ja auch in der Pflege arbeiten oder mit Kindern oder egal mit was für Menschen und eigentlich egal in welcher Situation du bist, deine Energie wird dort, wo du jetzt bist, gebraucht. Also daran zweifle bitte nicht. Und wenn du überlegst, eben dich selbstständig zu machen, mit irgendwas rauszugehen, dann ist die Botschaft für dich eben auch auf jeden Fall, dass das gebraucht wird und ja, dass du etwas zu geben hast für die Welt. Also dass die Welt auf dein Geschenk noch wartet und dass du dich trauen darfst, das rauszubringen. Vielleicht bist du auch schon selbstständig und zweifelst aber immer wieder daran, ob das, was du tust, wirklich einen Nutzen hat, ob das wirklich gebraucht wird. Vielleicht überlegst du immer wieder aufzugeben, aufzuhören, weil du das Gefühl hast, irgendwie es interessiert niemanden. Ja, glaub an dich, bleib dran. Manchmal braucht es einfach seine Zeit. Und oft spiegelt das Außen einfach die eigenen Zweifel, ne? Also so, je mehr du an dir selber zweifelst und nicht daran glaubst, dass das gut ist, was du machst, kann sein, dass du weniger Resonanz bekommst im Außen oder es kommt dir zumindest so vor, als wenn nicht genug Resonanz kommt. Also vertrau darauf, dass du gebraucht wirst und dass das, was du machst, gut ist. Und wenn dir jemand sagt, das, was du machst, ist toll, dann vertrau darauf, dass derjenige das wirklich so meint und dass das stimmt. Dann schreib es dir auf und wann immer du zweifelst, lies es dir durch. Also wann immer dir vielleicht jemand sagt, ne, du Nachrichten bekommst, dass deine Arbeit toll ist oder dir jemand ein Kompliment macht,
schreibst dir vielleicht in ein Büchlein und immer wenn du zweifelst, liest du dir das alles durch und rufst dir in Erinnerung, dass es schon ganz viele Menschen gab, die dir gesagt haben, das, was du machst, ist toll. Ja, kommt hier der Nebel für dich. Es gibt noch Unklarheiten, warte ab, bis sich der Nebel lichtet. Also möglicherweise für den nächsten Schritt, den du gehen sollst, sind die Dinge noch ein bisschen im Nebel, noch unklar. Dann ist hier die Botschaft, so überstürzt jetzt auch nichts, ja. Also vertraue deinem Weg, ja, vertraue deiner Seele, vertraue deinen Impulsen, vertraue deinen Träumen, aber überstürz nicht, brich nichts übers Knie, wenn du jetzt gerade eine Entscheidung treffen musst und du bist ja aber unsicher und du weißt nicht so genau, was ist jetzt das Richtige, dann schlaf wirklich nochmal drüber, warte noch einen Moment ab, bis du dir wirklich, wirklich sicher bist und die Entscheidung ganz klar treffen kannst, beziehungsweise vielleicht ist für dich auch unklar, wie es weitergehen soll, was der nächste Schritt ist. Die Klarheit wird kommen. Also irgendwann ist auf einmal so dieser Impuls da und du weißt, alles klar, so jetzt weiß ich, was zu tun ist. Also akzeptiere die Situation, wenn du gerade einfach gar nicht siehst, wohin es geht und was los ist. Nebel verzieht sich immer früher oder später. Also es ist nur eine Phase, das mit der Unklarheit und dem Nichtwissen. Ja, die Lebensaufgabe. Was möchtest du in der Welt bewirken? Die Frage darfst du dir stellen, vielleicht auch immer wieder mit dieser Frage durch den Tag gehen. Was möchtest du eigentlich in der Welt bewirken? Was soll dein Dasein in der Welt für ein, ja, für ein, ja, eine Wirkung haben? So, ich wollte eigentlich ein anderes Wort suchen, aber mir fiel keins ein. Also, welche Energie möchtest du in die Welt rausgeben? Welchen Fußabdruck möchtest du hinterlassen? Also möchtest du mehr Gemeinschaft fördern? Möchtest du mehr Kreativität fördern? Möchtest du mehr Magie und Fantasie in die Welt bringen? Möchtest du mehr Licht, mehr Hoffnung, mehr Optimismus? Ne, sowas. Was möchtest du unter die Menschen bringen? Und das kann deine Lebensaufgabe dann sein. Und dann, das wird gebraucht. dann kommt das Stirnchakra. Ich bin offen. Ich öffne mich für eine höhere Wahrnehmung und meine Medialität. Ja, das heißt, das Universum hat hier noch ein bisschen was mit dir vor. Da sind noch Gaben und Fähigkeiten, die in dir schlummern. Und du darfst dich dafür öffnen, wirklich. Ja, dein drittes Auge einfach zu aktivieren, also deine Visionskraft, deine inneren Bilder, dieses mehr wahrnehmen, als da halt auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ja, also das ist, gehört auch zu deinem Weg dazu, dich wirklich für deine spirituellen Fähigkeiten und Wahrnehmungen zu öffnen. Also da liegt auf jeden Fall Potenzial in dir. Da sind mediale Fähigkeiten, die erweckt werden möchten. Und ja, vielleicht hast du das schon bemerkt, vielleicht ist das jetzt für dich auch ganz neu. Auch das wird zu dir kommen, das wird sich finden dann, dass du das mehr und mehr integrieren und aktivieren und auch darauf vertrauen kannst, dass du diese Gabe hast und dass das auch gebraucht wird und dass du damit arbeiten kannst und etwas bewirken kannst auch. Und dann kommt hier die Bedeutungslosigkeit. Und die Karte möchte dir sagen, dass du schaust, wo geht dein Fokus hin? Auf welche Dinge im Außen richtest du deine Aufmerksamkeit? Und dass du für dich eine Entscheidung triffst, was ist wirklich wichtig, was hat für dich wirklich eine Bedeutung und was nicht. Und dass du dich zum Beispiel auch fragst, wenn du dich aufregst über Dinge oder wenn du in so negative Gedanken abrutscht oder wenn du dir Sorgen machst oder wenn dich was ärgert, dass du dich fragst, okay, hat das nächste Woche noch Bedeutung für mich oder morgen? Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass ich mich den ganzen Tag darüber aufregen muss? Oder gehört das nicht zu den Dingen, wo ich sagen kann, hey, das hat doch gar keine Bedeutung, das ist gar nicht wichtig. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf etwas, was für mich wirklich von Bedeutung hat, was für mich einen höheren Sinn hat vielleicht, was wirklich wichtig ist.
Genau, und ja, wenn du dich vielleicht auch in Details verlierst, ja, wenn du perfektionistisch bist, wenn du dich vielleicht zu sehr mit Dingen beschäftigst, die eben gar nicht die größte Bedeutung haben und du verlierst eben das große Ganze aus dem Auge, das, wofür du wirklich arbeitest oder wofür du halt wirken möchtest, ne, dann beobachte das wirklich und entscheide dich immer wieder, wenn du merkst, ne, für irgendwas geht ganz viel Zeit drauf. Ist das jetzt wirklich wichtig? Hat das die Bedeutung, dass da so viel Zeit hinfließen muss? Oder kann ich da jetzt nicht ein bisschen locker lassen und meinen Fokus wieder auf das richten, was wirklich Bedeutung hat für mich? Genau. Soweit sind das deine Botschaften für jetzt und heute. Ich hoffe, es unterstützt dich und hilft dir weiter. Lass es mich gern in den Kommentaren wissen. Und schenk dem Video gern ein Like, teile das Video gerne, abonniere den Kanal, wenn du noch kein Abonnent bist. Und ja, ich freue mich, wenn du in die nächsten Videos wieder reinschaltest und auch mal auf meiner Webseite vorbeischaust. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, eine schöne Zeit und ich mache jetzt weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen auf deine Botschaften. Falls du die Karten schön findest und dich die Karten interessieren, das sind alles meine eigenen Decks, die findest du bei Bedarf dann auf meiner Webseite, die ist unten verlinkt, aber ich habe es wahrscheinlich auch hier irgendwo verlinkt in der Infobox. Dann schauen wir mal auf deine Botschaften. Du verdienst das größte Glück. Und bezogen auf den Bereich Beruf, Berufung bedeutet das, dass du nicht hier bist, um deine Zeit mit Tätigkeiten zu verschwenden, die dir keine Freude machen und die dir kein Glück bringen. Also wenn du dich beruflich gerade in einer Situation wiederfindest, die dich so gar nicht erfüllt und wo du dich immer nur zur Arbeit schleppst und dich eigentlich nur auf den Feierabend und das Wochenende freust und der Urlaub immer viel zu schnell vorbeigeht, ist das nicht das, wofür du hierher gekommen bist und nicht das, was, also das, du hast mehr verdient als das. Ja, du hast es verdient, erfüllt zu sein, Spaß zu haben an dem, was du tust. Es darf so sein, dass sich dein Leben nicht nach Arbeit anfühlt. Also es darf so sein, dass die Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern dass du eben etwas tust, was dir Freude macht und was dir Glück beschert. Ja, also folge da wirklich deinem Herzen und schau, ist die berufliche Zeit, die du verbringst am Tage, ist das eben eine Zeit, die dir Freude macht oder nicht? Und wenn nicht, dann darfst du dir erlauben, hier Veränderung einzuladen. Denn da ist eine Sackgasse. Da geht es nicht weiter. Also das Leben möchte hier wirklich dich dazu bringen, umzukehren oder eine neue Richtung einzuschlagen, also den Weg, auf dem du da gerade bist, ne? Der bringt dich nirgendwo hin, da ist die Tür zu, vielleicht schon ganz lange zu und du kannst da jetzt noch länger bleiben, aber es wird sich halt nichts ändern. Also wenn du wirklich glücklich werden möchtest, wenn du Erfüllung finden möchtest, dann braucht es jetzt einen Schritt in eine neue Richtung, dann braucht es jetzt ein Ausprobieren, ein Schritt ins Abenteuer, in den Sprung ins kalte Wasser. Das, was du kennst, da, wo du bisher bist, die Tür ist zu. Also jedenfalls, das ist die Tür zum Glück. Und auf dem Weg, wo du bisher warst, ist die Tür zum Glück verschlossen quasi. Da wirst du nicht keine Erfüllung finden. Aber wenn du eben deinem Herzen folgst und jetzt eine neue Richtung einschlägst, und das gilt jetzt für die, die das in sich schon spüren, die diesen Ruf schon lange spüren, dass das, was sie machen, gerade nicht das ist, was sie machen wollen, sondern dass es da was anderes gibt. Also dass diese Botschaft ist für alle, die schon wissen, da gibt es einen Traum, einen Wunsch, etwas anderes zu machen und man traut sich nur nicht. Und dann ist hier die Botschaft, es geht aber nicht mehr anders. Wenn du glücklich werden willst, dann folge diesem Wunsch, den du hast. Erfolg, du bist es wert, gesehen zu werden. Also das Universum sagt dir hier, dieser Wunsch, den du hast, ja, der kann durchaus oder wird auch von Erfolg gekrönt sein. Also vielleicht traust du dich nicht loszugehen und etwas anderes zu machen, weil du Angst hast,
Du wirst damit scheitern, es wird nicht funktionieren. Na, es wird ein Fehlschlag werden, du wirst auf der Straße landen, du wirst es bereuen, was auch immer. Aber hier, du bist es wert, gesehen zu werden. Ja, also dieser Traum, dieser Wunsch, den du in dir trägst, der wird gebraucht. Also das, was du machen möchtest, ist auch tatsächlich etwas, was gebraucht wird. Und was es wert ist, dass du dich damit zeigst und dass du damit rausgehst und dass du diesen Weg wirklich beschreitest. Ja, und du darfst und wirst damit erfolgreich sein, wenn du dir das erlaubst, wenn du dich traust, loszugehen, wenn du mutig bist und wenn du dir erlaubst, es dir wirklich vorstellen zu können, dass das was werden kann, dass du damit erfolgreich werden kannst. Denn solange du da selber nicht dran glaubst und diese Vision nicht vor dir sehen kannst, dass das ein Weg ist, der funktionieren kann, ja, blockierst du dich dann auch. Aber sobald du das mal zulässt und dieses Bild entstehen lässt, wie es sein könnte, wenn es denn funktioniert, und du dann nur den Funken Hoffnung hast, dass das wirklich funktionieren könnte, dann öffnen sich schon die Türen. Und hier für dich kommt das Halschakra. Ich bin frei. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen unabhängig und selbstbestimmt. Und das sagt dir, du darfst und sollst deine Entscheidungen eben wirklich aus eigener Motivation treffen und zwar ganz frei von Abhängigkeiten auch. Also wenn du hier jetzt in dieser Sackgasse bleibst und dich vor dem Glück selber aussperrst sozusagen, und du traust dich nicht, neue Wege zu gehen und diese Veränderung herbeizuführen, weil du eben dann Angst hast, etwas zu verlieren oder in die Unsicherheit zu springen. Also du denkst vielleicht, du musst da bleiben, weil, ne, sonst weißt du nicht mit dem Geld und hin und her. Du hast Angst, Sicherheiten zu verlieren. Und dann bist du halt abhängig von dem Arbeitgeber vielleicht, ja. Und du sollst deine Entscheidung, darfst deine Entscheidung aber ganz frei treffen, ohne Angst. Wenn du eine Entscheidung aus Angst triffst, dann ist sie nicht frei und dann ist sie nicht selbstbestimmt. Es geht darum, vertrauensvoll zu sein und darauf zu vertrauen, zu glauben. Wenn du dem Leben sagst, okay, hier an dieser Stelle, da finde ich mein Glück nicht, das erfüllt mich nicht, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich will das machen, da will ich lang, diesen Weg würde ich gerne gehen. Und wenn du das dem Leben so signalisierst und diese Entscheidung triffst, ohne Angst und völlig im Vertrauen, dann wird das unterstützt werden, weil das Leben möchte, dass du glücklich bist. Das Leben möchte nicht, dass du unglücklich bist und dass du ein Drittel deiner Lebenszeit irgendwie ja, mit einer Tätigkeit verbringst, die dich nervt oder anstrengt oder stresst oder krank macht oder einfach langweilt, sondern das Leben möchte, dass du pulsierst, dass du lebst, dass du dich freust, dass du glücklich bist, dass du Spaß hast. Darum bist du hier. Und da kommt ein Lichtblick für dich. Und du hast hier ja diese düstere Sackgasse, aber da wird ein Licht kommen. Also dir wird ein Licht geschickt, was dir den Weg leuchtet. Ja, also du bist hier in dieser dunklen Seitenstraße vielleicht, wo es nicht weitergeht, aber dann wird wie ein Glühwürmchen zu dir kommen und dich dort rausführen und dir zeigen, welche Möglichkeiten es für dich gibt. Und wenn dann eine Tür aufgeht und dahinter dieses Lichtlein erscheint, dann tust du gut daran, zu vertrauen und diesem Licht allein zu folgen. Und ja, in eine neue Zukunft zu gehen. Also wenn dort ja etwas, jemand, eine neue Möglichkeit, eine neue Tür zu dir kommt, dann nutze die Chance. Also hier ist jedenfalls nicht Hoffen, nee, wie sagt man, Hopfen und Malz nicht verloren, sondern da kommt ein Lichtblick zu dir. Ne? Also es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Du musst es nur wollen. Du musst, und ich sage, du musst wirklich darauf vertrauen, dass es für dich einen Weg gibt. So, und sobald du das zulässt
und wirklich dieses Bild hast von, ja, das kann funktionieren, ja, das kann erfolgreich werden, ich glaube daran, dass ich es schaffen kann, dann kannst du das auch schaffen und dann werden sich diese Türen öffnen. Aber indem du schon selber, wenn du selber sagst, das geht nicht, ich kann das nicht, dann hältst du selber die Tür zu. Und sobald du dich eben dafür öffnest, es zuzulassen, zu denken, ja, was ist, wenn es doch funktioniert? Vielleicht kann es ja doch funktionieren. Und es reicht schon ein vielleicht. Vielleicht kann es ja funktionieren. Und dann werden sich Türen öffnen. Somit sind das deine Botschaften für heute. Ich hoffe, es unterstützt dich und hilft dir weiter. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schenk dem Video gerne ein Like. Teil das Video gerne. Lass mir ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich, wenn du hier in die nächsten Videos auch wieder reinschaust und auch wenn du mich auf meiner Webseite besuchst. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Und ich mache jetzt weiter mit Stapel 3. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal auf deine Botschaften. Falls dich die Kartendecks ansprechen und interessieren, die sind alle von mir und die findest du auf meiner Webseite, ist unten unter dem Video auch verlinkt oder vielleicht auch irgendwo hier. bitte die höheren Kräfte um Hilfe. Die Karte hatten wir im letzten Video auch in irgendeinem Stapel. Vielleicht hattest du den gleichen Stapel dann mit dieser Karte. Dann nochmal die Botschaft oder eben generell für dich die Botschaft, dass du im Bereich Beruf, Berufung, wenn du dort gerade eine Hürde hast, ein Hindernis, eine Blockade, dass du die geistigen, die höheren Kräfte wirklich um Hilfe bitten kannst. Du kannst wirklich morgens einfach um Unterstützung bitten. Also wen auch immer du ansprechen möchtest, ob wirklich das Göttliche, Gott, die Quelle, irgendein Meister oder Engel oder Elfen, Naturwesen, Mutter Erde, deine Seele einfach, dein höheres Selbst. So ganz egal, such dir irgendwen aus, zu dem du spürst, da hast du eine Verbindung. Und dann bitte einfach um Begleitung, um Führung, um Unterstützung, um Zeichen, um Antworten, um ja, dass du stets weißt, was zu tun ist oder auch ja, dass du einfach darauf vertraust, dass diese Kräfte um dich sind und sie dich führen und beschützen. Und dass du immer auf dem richtigen Weg bist. Genau. Da kommt der Schiffbruch hier. Das Schicksal führt dich an neue Orte. Und in Stapel 2 hatten wir gerade die Sackgasse, was eine ähnliche Energie hat. Wobei man bei der Sackgasse quasi, da muss man selber dann den neuen Weg wirklich gehen, während es beim Schiffbruch so ist, dass dich das Schicksal eben leitet. Also sprich, das Leben selbst sorgt dafür, dass zum einen etwas Bestimmtes nicht funktioniert und führt dich aber dadurch auf einen neuen Weg. Ja, und darum, du hast hier diese geistige Unterstützung. Also die geistigen Kräfte lenken dich. Und wenn gerade etwas nicht funktioniert, wenn du sozusagen einen Plan hattest und das klappt jetzt nicht, irgendwas kommt dazwischen, du bist gescheitert vielleicht, Pläne wurden durchkreuzt, dann wisse, das passiert nicht ohne Grund, sondern weil du woanders lang gehen sollst. Ja, also deine Wünsche, deine Träume, die sind schon angekommen sozusagen und sind schon in Bearbeitung und du hast dir vielleicht in den Kopf gesetzt, dass du die auf diesem Weg erreichen wirst, aber das Leben sagt dir, ah nee, keine so gute Idee. Es ist besser, wenn du diesen Weg hier gehst. Und darum lassen sie dich scheitern, damit du eben woanders lang gehen musst. Und dieser neue Weg, den du dann gehen musst, wird dich aber viel, viel näher an deine Träume bringen. Also es wird viel besser werden als das, was du sonst bekommen hättest, wenn du den Weg gegangen wärest, den du jetzt gehen wolltest. Also es hat alles seinen Sinn und Zweck, was gerade passiert. Geborgenheit, die große Göttin wacht über dich. Und du siehst hier, bei dir geht es wirklich ganz klar darum, dass du darauf vertraust, dass diese höheren Kräfte bei dir sind und um dich herum, ja? Du darfst mit denen wirklich in Kontakt treten und du darfst wirklich darauf vertrauen, dass du geführt und beschützt bist und dass du wirklich geleitet wirst. Also du hast wirklich wie Begleitung von diesen höheren Kräften. Und stell dir das wirklich vor, vertraue darauf, glaube daran, dass du beschützt bist und dass sie bei dir sind und dass sie dich wirklich führen auf deinem Weg.
Und hier kommt auch das Halschakra. Ich bin authentisch. Ich erlaube mir, mich so zu zeigen, wie ich bin. Also wirklich auch das darfst du dir erlauben, Masken abzulegen, wirklich authentisch zu sein, so zu sein, ja, wie du einfach bist. Und da darfst du dich beobachten im Alltag. Wo fällt es dir schwer? Wann fällt es dir schwer, wirklich so zu sein, wie du eigentlich bist? Wo versteckst du dich oder hältst dein wahres Selbst zurück? Wo hältst du vielleicht deine Wahrheit zurück? Wo unterdrückst du dich selbst? Wo passt du dich an, um reinzupassen oder um irgendwie bestehen zu bleiben oder so? Ne? Gerade auch auf der Arbeit vielleicht. Ist das, was du tust, entspricht dir das? Entspricht es deinen Werten, deiner Wahrheit? Passt das wirklich zu dir? Kannst du dort sein, wer du wirklich bist? Kannst du dich verwirklichen? Kannst du dich kreativ ausleben? Ist deine Arbeit wirklich ein Sinnbild für dich einfach? Passt du dahin? Also das ist wirklich eine Frage, die du dir stellen darfst. Und wirklich beobachten eben, ja, wenn es eben nicht so ist, wie machst du das dann? Also wie passt du dich dann an, damit du da reinpasst, obwohl es eigentlich nicht das Richtige für dich ist? Und was kannst du tun, um eben ganz du selbst zu sein, auch schon da, wo du jetzt bist? Genau. Und da kommt hier nämlich die Einmaligkeit. Das passt da ja wunderbar dazu, denn du bist eben niemand, der irgendwie in eine Schublade passt. Oder du bist nicht hier, um dich anzupassen, ne? Und um irgendwo reinzupassen, sondern also du bist einmalig, individuell. Und darum ist es für dich wichtig, dass du in deiner Einzigartigkeit und in deiner Einmaligkeit auch gesehen wirst und dich auch darin ausdrücken kannst. Ja, es ist für dich wichtig, dass du die Dinge auf deine eigene Art und Weise machst. Ich denke wirklich, Kreativität ist für dich auch sehr wichtig, dass du das irgendwie leben kannst, dass du dich ausdrücken kannst auf irgendeine Art und Weise, dass dein Innerstes eben nach außen auch getragen werden kann und sich in der Welt ausdrücken kann. Und ja, dass das gesehen wird wirklich. Also du bist niemand, der irgendwie unter 100 untergehen soll und ne, irgendwie so, also ich sehe gerade so wie 100 Menschen, die alle so die gleiche Arbeitskleidung tragen und du dann eben da drunter und du fällst halt gar nicht auf, weil irgendwie alle haben das Gleiche an, alle sehen gleich aus, alle machen das Gleiche, gehen im Gleichschritt so, aber das ist nicht dein Weg, sondern du musst hervorstechen, du musst irgendwie wie so ein kleiner Paradiesvogel da draus hervor emporsteigen, so ausbrechen aus so etwas. Genau, ja, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Das waren jetzt jedenfalls die Botschaften für heute. Ich hoffe, es unterstützt dich und hilft dir weiter. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, dann freue ich mich, wenn du in die nächsten Videos wieder reinschaltest und auch mal auf meine Webseite vorbeiguckst. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, alles Liebe und ja, bis dahin.